Ja, wir haben jetzt unseren 2019er Lemberger Syrah, ein Cuvée von uns, wo zu 50% Lemberger und 50% Syrah besteht. Beides aber sehr hochwertige Qualitäten. Wir stehen jetzt hier in unserem Lemberger Weinberg im Großhebbach im Klingerberg. Eine von der besten und wärmsten Lage, wo hier der Lemberger sehr stark ertragsreduziert wird. Der Syrah eigentlich genauso. Syrah spielt bei uns im Weingut auch eine sehr wichtige Rolle inzwischen. Wir haben ein knappes Hektar Syrah im Anbau. Aus unserer ältesten Rebe machen wir einen der reinsortige Syrah, unseren Syrah vom Klingerberg, von dem wir schon sehr viele schöne Auszeichnungen gekriegt haben. Und machen jetzt seit 2 Jahren, das ist jetzt eigentlich der zweite, wo wir in dem Cuvée abfüllen, unseren Lemberger Syrah vom Jahrgang 2019. Du hast schon. Ja, ich habe mir schon mal ein kleines Glas eingeschenkt und ein bisschen angerochen. Und schon bin ich an diesem Wein voll verliebt. Dieser Wein hat eine betörende Frucht, finde ich. Und diese Gedanke, diese Idee, Lemberger mit Syrah zu verbringen, zusammenzubringen, ist wie eine perfekte Ehe, und die auch anhält. Gell? Also, nicht alle Ehe halten, ja? Aber diese hält auf jeden Fall noch sehr lange. Und wir haben hier auch, man sieht, eine tolle Farbe, dunkelschwarz, und betörende Noten von Cassis, Brombeer, dunkle Früchte, gekochte Früchte, dunkles Rhabarber, rote Beete, aber dann auch natürlich auch die klassischen Noten, die man in einem Lemberger finden soll oder muss, sind eine pfefferige Note, diese Würzigkeit, diese leichte schwarze Olive, Pfeffernote vom Syrah, eine feine Holznote, eine wunderschöne Kakao, dunkle Schokolade, Note, Vanille, also ein bisschen Lakritze auch, finde ich. Einen Wein, wo man nur hineinriechen kann und sich dabei schnell verlieben kann. Ja. Ja, von der Vinifikation vielleicht noch ein paar Worte dazu. Ausgebaut werden die zwei Weine natürlich getrennt. Das heißt, der Lemberger wird solo ausgebaut und der Syrah auch. Das liegt schon einfach auch daran, dass die Lesezeitpunkte manchmal ein bisschen unterschiedlich sind. Vor allem der Syrah ist schon sehr spät in der Reife. Und wir haben zwar hier schon die beste und sehr warme Lage, aber trotzdem, Syrah ist jetzt für unsere Klimate hier, muss man schon meistens maximale Ausreizer, damit man optimale Reife hinkriegt. Aber die letzten Jahre klappt es eigentlich wirklich sehr gut, dass man toll ausgereifte Trauben kriegt. Die werden beide auf der Maische im Holzküf, im Holzgerständer, vergoren vor so 3 bis 4 Wochen jeweils, dann abgepresst, und dann sind sie 15 Monate im erste und zweite Belegung im 300 Liter Holzfass gereift. Und erst nach der Reife werden die Fässer dann entsprechend verkostet, wie das Cuvée dann zusammengestellt wird. Und das ist was, wo man einfach sich sehr viel Zeit nehmen muss und auch nimmt natürlich, weil das ist eigentlich ganz entscheidend nachher, für, wie der Wein nachher balanciert ist. Und ja, wir haben uns hier entschieden für eigentlich 50-50. Das hat uns sehr gut gepasst, weil wir einfach die schöne Beerigkeit vom Lemberger gekriegt haben und auch die vom Syrah einfach das Feuer noch ein bisschen mit und schöne Würze und schöne Länge. Der Wein ist natürlich jetzt gerade sehr jung, aber Evangelos hat schon gesagt, die Ehe wird halten. Ich probiere dann noch kurz. Also am Gaumen hat man erstmal diese wunderbare Frucht, die auch diese dunkle Beere, diese Cassis, diese Würze, Kreuzkümmel, Brombeeren, Schokolade, Kakao, feines Holz, Leichtrauchigkeit, diese Pfefferigkeit, diese Kreuzkümmelnote, diese schwarze Olive. Wunderbar, alles ist da, ist sehr harmonisch und gut ausgewogen. Klar, wie du eben gesagt hast, der Wein ist so ein bisschen jung, ja? Wir haben Tannine, die sind da, aber wunderbar angebunden. Also es ist nicht so, dass man hier auf eine Tanninbombe stoßt, sondern sind zwar fein und elegant präsent und die schmelzen wunderbar zueinander. Die Säure ist natürlich da, weil der Wein noch jung ist. Also das ist aber ein wunderbarer Hinweis, dieser Wein können Sie zwar ab heute kaufen, aber auch
auf jeden Fall im Keller legen für die nächsten 2-3 Jahre. Sie werden dafür belohnt und könnte meiner Meinung nach gute 10, 15, vielleicht 20 Jahre gut überstehen. Er wird sich zwar verändern in seiner Struktur, in seiner Frucht, in seiner Stilistik, aber ein wunderbarer Wein, der sehr, sehr schön, eine schöne Komplexität, eine schöne Länge, das Holz ist zwar da, aber auch wunderbar angebunden. Also das ist kein Wein, der vom Holz lebt, sondern umgekehrt. Hier lebt der Wein durch seine Frucht, seine Typizität. Also ein wunderbarer Cuvée von Lemberger und Syrah. Ganz, ganz, ganz toll. Bravo. Ja. Dankeschön. Ja, aktuell, wir stehen ja hier im Lemberger Weinberg und ich wollte euch einfach nur geschwind ein bisschen zeigen jetzt, dass der Jahrgang 2021 beim Lemberger ein bisschen schwierig startet. Und zwar, wenn man hier mal die Triebe anschaut oder die Fruchtrote, wo wir jetzt angebunden haben, dass sehr viele schlecht austreibt und das liegt einfach daran, dass wir 2 Tage nach Ostern Frost hier hattet und der Lemberger schon relativ weit im Austrieb war und wir hier eigentlich Frostschäden von so 70-80% haben. Wir haben zwar noch Frostrute auch runtergebogen, auch die ist aber stark geschädigt. Lemberger wird es wahrscheinlich vom 21er deutlich weniger geben wie gewohnt. Wenn man es mal anschaut, also hier ist quasi ein schöner Trieb. Normalerweise müsste aus jedem Auge hier so ein Trieb kommen und hier kommt überall aktuell nichts. Da wird schon noch ein Beiaug kommen. Im Sommer werden die Laubwände schon grün werden. Aber die Beiauge tragen beim Lemberger erfahrungsgemäß sehr wenig Traube und sind natürlich auch später in der Entwicklung. Ja, also für hochwertige Rotweine, sage ich mal, muss man die eh ausbrechen oder separieren. Weil sonst ist, wir sind dieses Jahr jetzt der 21-Jahrgang, startet sowieso relativ spät. Da wird es dann sicherlich bei den Beiaugen eng, dass die gut reif werden. Ja. Aber wir machen das Beste draus. Man wächst mit seinen Herausforderungen. Ja, also, ja, ich wollte noch ein Wort dazu sagen, dass es mir so leid tut jetzt mit dieser Auswahl. Aber so ist halt die Natur. Man ist Winzer, man lebt in seiner Natur, mit seinem Terroir, mit seiner Umgebung. Das ist Terroir. Terroir ist ein sehr breiten Ausdruck für den Wein. Und es ist halt so. Dass es so gekommen ist, es ist wirklich schade. Aber ich wollte noch vielleicht 2 Speiseempfehlungen aussprechen zu den Lemberger und Syrah. Ich könnte mir gut vorstellen, ein schönes geschmortes Rind, dazu mit einer Olive-Lorbeer-Soße oder geschmorte rote Beeten mit gebratenen Äpfeln dazu und einen Kreuzkümmelschaum für die, die gern vegetarisch essen. Eine sehr, sehr schöne Begleitung dazu zu diesem Wein, glaube ich. Ein von vielen, aber die 2 sicherlich. Zum Wohle, viel Spaß mit dem Wein. Ja, lasst es euch schmecken. Sehr zum Wohle.